ein hitziges Ola nach dem Allgäu-Abenteuer. Wir waren im Trainingslager des VfB Stuttgart. Ja, das ist eine schöne Geschichte auf jeden Fall. Ne? Wir haben Juan José Perea getroffen, den ersten Kolumbianer der VfB-Geschichte. Hola, ¿cómo están? Ya su ticanis. Hallo, wie geht's dir? Mir geht's gut. Vielen Dank. Wie geht's euch? Wir waren für euch nah dran, haben News rund um Sascha Kalajdzic, aber die wirklich wichtigen Fragen haben andere gestellt. Ja. Darf ich eine Rolex haben? Ja, danke. Herrlich, oder? So im Sommer. So muss ich ein Kolumbianer im Sommer fühlen. So ein bisschen Fell hinten dran noch, dass es so richtig heiß wird. Teamhotel. Wir treffen gleich Juan José Perea. Das ist der Neuzugang, Stürmer. Now I have the opportunity to have family close. And it's nice because I know how much my family love me, how much I love them and it's nice to have this support behind. Eine verrückte, eine herzerwärmende Geschichte. Juan Perea, er bringt neuen Rhythmus rein beim VfB. Stuttgart ist kein neues Pflaster für ihn, denn er war als kleiner Knirps, 9 Jahre alt, zum ersten Mal in Deutschland bei seinem Onkel Abigail, der wohnt in Ludwigsburg. Er hat damals seinen ersten Schnee gesehen und geschippt. Und dann waren die beiden im Stuttgarter Stadion. Als er da war, hat er mir gesagt, hey, irgendwann werde ich hier auch spielen. Und ich habe gesagt, okay, mal schauen. Und heute ist es wahr geworden, diese schwäbisch-kolumbianische Romanze-Geschichte. Es klingt fast schon ein bisschen kitschig. Samstag war dann sein erster Einsatz gegen Brentford. Kann übers Zentrum oder über die Außen kommen. Und die Frage, ist er der Marmouche-Ersatz? Es ist kein Omar-Ersatz. Wir haben Juan geholt, weil wir Juan auch haben wollten. Und der ist schon ein Spieler, der durch sein Physis und sein Tempo auch in Szene gebracht werden kann. In der Box hat er eine gute Präsenz und macht seine Tore. Und ja, wie gesagt, eine gute Ausstrahlung. Und er wird uns gut tun. Mit 14 Jahren ist er aus Kolumbien weg, hat fast immer alleine gewohnt, war in Akademien, unter anderem bei, nicht laut sagen, Red Bull Salzburg. Marco Rose hat ihm prophezeit, du wirst Profi. Und dann ging es über die U19 von Porto über Griechenland zum VfB. Witzig ist, Mislintat hat ihn aus der ersten Liga von Ioannina geholt. Selber Club wie Dinos Mavropanos, war aber unbewusst. Und Juans Geschichte war auch dem VfB noch gar nicht bekannt. Richtig guten Jungen erwischt. Und dass er da natürlich auch schon mit 9 Jahren, das wusste ich zu dem Zeitpunkt, wo ich mich voll für ihn interessierte, nicht, sondern ist in den persönlichen Gesprächen rausgekommen, ist das natürlich eine super Sache. Super Sache, super Typ, aber was für einer? He's a person, as you say, very open, very friendly, but at the same time with too much respect. I am a person very honest, very clear with what I want, but a funny guy. I like to also to see the people smiling. Und ich muss euch sagen, wir waren nah dran im Trainingslager, aber 2 Jungs aus Ravensburg waren wirklich, wirklich, wirklich nah dran. Also wir sind hierher gefahren, dachten, der VfB trainiert auf dem Sportplatz in Weiler. War dann leider nicht so und dann haben wir uns sehr spontan hier ein Zimmer gebucht und waren dann halt auf dem gleichen Geschoss wie die Profis. Wir sind die ganze Zeit an den Spielern vorbeigelaufen, waren extrem nah dran. Die Bar war quasi zusammengefügt, die Spieler saßen da, der Staff saß da, hat getrunken und wir halt 2-3 Meter nebendran. So richtig Alarm haben diese Jungs und Mädels gemacht, aus Bamberg mit dem Feuerwehrmobil ins Allgäu gefahren. Und das bei Topwetter. So ein Hauch Lodder weht hier heute, auch durch dein VfB. Und Grüße an Robert Habeck, Bundeswirtschaftsminister. Die Bande war benzinpreismäßig absolut nachhaltig unterwegs. Wenn natürlich jetzt hinwärts, wenn du Gas geben hast, wenn du mal so 100 fährst, dann braucht er schon so 18, 19 Liter bei den derzeitigen Spritpreisen. Ne? Kann man sagen, keine Kosten und Mühen gescheut für den VfB, ja, sagen? Ja, sowieso. Wenn wir schon bei der Kohle sind, das Dauerthema, gibt's für den VfB einen warmen Geldregen für Sascha Kalajdzic oder bleibt er vielleicht sogar doch noch in Stuttgart? Ich habe für euch bei den Verantwortlichen mal nachgehakt. Ja, also es hat auf jeden Fall keinen emotionalen Effekt. Es ist nicht so, dass ich jeden Tag jetzt schaue und rede mit Sven, was ist jetzt der aktuelle Stand. Also Sascha ist bei uns und so plane ich auch mit ihm. Ich glaube, ich beschäftige uns nur in der Hinsicht, dass wir, falls er gehen sollte, dass wir vorbereitet sind, dass man die ein oder andere Spieler extern nochmal anschaut. Bedeutet das einfach, dann einen guten Job zu machen. Das ist eben dann meiner, aber den mache ich dann vorbereitet, könnt ihr euch sicher sein,
zu dem Zeitpunkt, wo klar ist, dass wir eben veräußern würden. Aber bis dahin ist es ja alles viel zu hypothetisch. Und kann man sich zurücklehnen, weil gerade wenn Borna und Orel und Sascha, das sind ja die drei, wo es immer wieder Gerüchte gibt, bleiben, haben wir, glaube ich, eine brettstarke Truppe zusammen. Ja, sie scheinen vorbereitet zu sein, aber vielleicht kommt ja alles ganz anders, als man denkt. Ich habe jedenfalls auch noch mal woanders nachgefragt. Kalajdzics Berater angerufen und der hat mir erzählt, er würde jetzt gern so ein bisschen Ruhe einkehren lassen, was die ganzen Transfergerüchte angeht. Und dann könne es schon, und das hat er mir wirklich so gesagt, die große Überraschung kommen. Wie könnte die aussehen? Doch Vertragsverlängerung, ist das die große Überraschung beim VfB Stuttgart dann? Oder Großclub à la Man United, Tottenham, Ajax? Was meint ihr? Schreibt es hier unten in die Kommentare. Dann gab es Samstag noch ein Testspiel. In Friedrichshafen 2-1 gegen den FC Brentford aus der Premier League. Ich glaube, so nah wie heute kommen wir fast nie ran. Samstag, 15 Uhr Friedrichshafen, das ist heiß, die lange Hose war ein Fehler. Aber wir können hier den Rasen spüren und die Elf vom VfB Stuttgart direkt hinter uns. Hier sogar jetzt ein Flugzeug. Das ist quasi alles geboten, ja. Das ist auf jeden Fall unnormal geil. Ich war noch nie so nah dran an den Jungs. Das ist echt geil. Aber wie ist so das Leben als VfB-Fan jetzt im Allgemeinen? Nimmt man noch irgendwie die Energie mit von letzter Saison? Unnormal. Also ich war beim letzten Saisonspiel dabei. Ich habe noch nie sowas erlebt. Wirklich. Es ist so in den Top 3 meiner Erlebnisse in meinem ganzen Leben gewesen. Top 2, Top 1, also was gibt's da noch? Boah, ist mir zu privat. Malle? Nee, Malle war ich noch nie. Saufen, irgendwas mit Frauen oder was? Nee. Alles mit Fußball, alles mit Fußball. Sehr gut, weitermachen. Das entscheidende Tor kurz vor Ende und kurz davor ist das hier passiert. So, Elfmeter und es gibt ganz viele Bewerber hier. Schnick, schnack, schnuck. Es ist Schnick, schnack, schnuck hier. Koulibaly hat gewonnen. Tanguy Koulibaly, wieder einer aus der zweiten Reihe getroffen. Den Ausgleich hat auch einer aus der zweiten Reihe, Thomas Castanaras aus der Nachwuchsabteilung, geschossen. Nicht zum ersten Mal getroffen. Und ein Auge geworfen haben wir natürlich nicht nur auf die beiden, sondern auch auf Joscha Wagnermann. So, da haben wir ihn, Joscha Wagnermann. Knapp 4 Millionen wurden ausgegeben für ihn, passend zu seiner Rückennummer. Immer beim HSV gewesen, in Hamburg geboren. Und er soll sehr dynamisch unterwegs sein, könnten wir jetzt vielleicht mal sehen. Aber Dinos entscheidet sich für die andere Variante. So, jetzt hat er aber den Ball. Machen wir so ein bisschen Live-Kommentierung. Und so stellen sie sich das vor, dass er hier die Angriffe über rechts mal mit einleitet. Und die erste Chance. Fast. Sah schon ganz gut aus. Was kann der Mann? Natürlich meine Dynamik, das Tempo, das zeichnet mich aus. Und ja, die Physis über die Außenbahn. Ja, ich denke, ich bin ein offener Mitspieler für jeden und ja, Spaß mit ihnen. Die richtigen Fragen haben aber die Jüngsten in Friedrichshafen gestellt. Ja. Darf ich eine Rolex haben? Er hat sie nicht bekommen und das ist richtig so. Ich gebe meine auch nicht her. Nicht zu viel Luxus für die Kids. Guter Mann, Wagnermann. Und eine Sache auch noch wichtig zu wissen für alle VfB-Fans. Beim VfB hieß es jetzt immer Flanke Sosa, Kopfball Kalajdzic. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt vielleicht auch mal Flanke Wagnermann, Kopfball Kalajdzic oder Tor am Ende heißt? Ja, das schließe ich nicht aus. Natürlich versuche ich auch bis zur Grundlinie durchzubrechen und ja, die vielleicht kurzen Pässe rein auf Kalajdzic oder ja, wer auch immer noch vorne spielt, dann. Das hat er schön ausgedrückt, der Joscha. Wer auch immer noch vorne spielt. Von wem die Flanken kommen und wer sie dann am Ende verwertet mit Kopf oder was auch immer, können wir in ein paar Tagen schon überprüfen. Samstag 15.15 Uhr gegen Valencia live im Fernsehen und im Netz bei SWR Sport. Lasst doch ein Like und ein Abo da für uns. Ich hoffe, ihr seid live dabei. Dann gegen die Spanier. Hola, ¿cómo están?